Hallo, eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme, auch im Blog, ist, welcher Rollstuhl ist für mich der richtige? Diese Frage ist natürlich nicht leicht zu beantworten, denn welcher der richtige Rollstuhl ist natürlich extrem davon abhängig, welche Behinderung ich habe. Es gibt grundsätzlich verschiedenste Rollstuhltypen, vom Pflegerollstuhl über den Aktivrollstuhl, Rollstuhl mit Starrrahmen, Rollstuhle, die zusammenfaltbar sind. Rollstühle, die sehr komfortabel ausgelegt sind, Rollstühle, die sportlich ausgelegt sind. Ich kann nur empfehlen, bevor man sich einen Rollstuhl verschreiben lässt, beziehungsweise bevor man einen Rollstuhl wählt, erstmal in ein gutes Sanitätshaus seiner Wahl gehen, verschiedene Rollstuhltypen ausprobieren und gucken, wie komme ich damit klar, was ist für mich da gerade ganz wichtig. Kann ich den gut bewegen? Ist der leicht genug für mich? Vielleicht auch auszuprobieren. Kann ich den gut ins Auto laden? Oder eventuell die Begleitperson, kann den gut ins Auto laden? Brauche ich eventuell einen Zusatzantrieb? Alles sind natürlich ganz, ganz wichtige Fragen. Und wie gesagt, das kann man eigentlich nur sehr, sehr individuell beantworten und eben nicht allgemein. Ich persönlich bevorzuge Rollstuhl mit starrem Rahmen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich auch ein Handbike fahre. Da ist ein Starrrahmen einfach sehr empfehlenswert. Für mich ist es auch wichtig, dass der Rollstuhl sehr leicht ist, damit ich ihn gut ins Auto selber packen kann. Das waren für mich Ausschläge, warum ich diesen Rollstuhl gewählt habe und kein anderes Modell. Der ist natürlich nicht so komfortabel, gerade auf Kopfsteinpflaster oder ähnlichem. Aber wie gesagt, man muss halt selber gucken, so was sind die Punkte, die für einen selber persönlich wichtig sind. Und danach wähle ich meinen Rollstuhl aus. Und für mich persönlich ist dieser Rollstuhl zum Beispiel einer, der für mich am besten geeignet ist.